Alle hopp, hello, oder sag mal auch immer noch Ruhe bei eurem Ort. Die saarländische Fasernacht Umzüge. Fasernacht Umzug in Lothern am See. Alle hei! Ob alle hei, wie man in Losheim ruft? Hei! Oder klassisch alle hopp. Oder mit Simsalabim. Heute war es für die Faserboards in Losheim einfach nur ein Feiertag. Sehr, bei mir ist super, dass wir wieder feiern können. Das ist einfach nur super. Kann gar nicht besser sein. Wetter passt, Stimmung passt. Super! Damit alle Vereine die 6x11 Jahre der KG Rot-Weiß Losheim mitfeiern konnten, hat man den Umzug von Rosenmontag auf heute vorverlegt. Also wir haben tatsächlich Glück in dieser Session. Wir haben eher verspürt, dass eine ganz große Motivation herrscht, wieder Fasend oder die Fösen, wie wir es Losheim nennen, feiern zu können. Also wir haben tatsächlich dieses Jahr keine Probleme gehabt. Wir können uns ganz glücklich schätzen, dass alle mit so viel Motivation, so viel Enthusiasmus wieder mit dabei sind und mit die Fösen feiern und auch gestalten wollen. Sogar die größten Dickköpfe haben diesmal die Fasnacht gefeiert, die Dickhepp aus Wahlen. In Losheim weiß man einfach, wie man nach 2 Jahren Pause Fasnacht feiert. Sehr schöner Umzug. Die Leute haben eine gute Stimmung und wir haben auch eine gute Stimmung. Alles perfekt. Rund 900 Fasnachter sind beim Umzug mitgelaufen. Mehrere tausend Menschen standen an der Straße, um die Gruppen zu feiern. Wer dann immer noch nicht genug hatte, in der Halle in Losheim war Platz für 700 Personen, um den Kehr aus nach langer Pause zu feiern. Fasernacht Umzug in Tschaschana in Barmünchen. Sehr viel Charme und gute Laune. Die internationale Kavalkade in Sagemünd ist eine der größten Faschingsveranstaltungen in Lothringen. Bis zu 30.000 Menschen wollen das Spektakel sehen und auch diesmal ist die Innenstadt proppevoll. Immerhin 2 Jahre musste die Kavalkade pausieren. Das sind die Karsbruchhexen aus Neunkirchen. Denn neben den lothringischen Narren geben sich auch Faserboote aus dem Saarland, dem Elsass und sogar der Schweiz die Ehre. Jetzt wird's aber wieder echt französisch. Mit dieser Truppe aus Niederwiller zieht Pariser Flair durch Sagemünds Straßen. Konfetti ist hier überall. Konfetti in den Haaren, in den Ohren, Konfetti in der Kamera. Den Karneval kennt man in Sagemünd und Umgebung seit Ende des 19. Jahrhunderts. Das machte der Einfluss des rheinischen Karnevals. 11 Tage lang haben die Narren hier das Sagen. Am Aschermittwoch wird dann der Prinz verbrannt und damit endet die 5. Jahreszeit. Fahrt nach Umzug in Pöchingen. Na, Umzug. Und der Zug hat sich gerade in Bewegung gesetzt und der Jörg ist jetzt... Der Zug hat sich gerade in Bewegung gesetzt um 19.11 Uhr. Und das ist jetzt eine richtige Tradition hier. Es ist nämlich der dritte. 2019 fing das an hier in Werden. 2020 war der zweite. 2 Jahre Zwangspause und jetzt der dritte. Ja, es sind 45 Gruppen unterwegs und man sieht das hier schon. Das ist alles ziemlich bunt, wie sich das eben gehört für einen Nachtumzug. Und 860 Teilnehmer sind dabei und die schlängeln sich jetzt hier am Beginn von dem Schatten der Hostenbacher Alpen runter die Schaffhauser Straße Richtung Völklinger Hütte. Und das Ganze wird ungefähr 2 Stunden dauern. Und organisiert haben das die Rosselaner. Und diejenige, die sich da auskennt, das ist die Diana Schandoni. Hallo Diana. Hallo. Was ist, gibt's ein Motto hier auch für den Zug? Ja, unser Zug heißt Der Fährmann kommt. Und wie kam das zustande? Ja, das bezieht sich auf die Fährmannstatue hier am Saarufer in Werden. Und das hat ja eine ganz lange Geschichte. Vor über 600 Jahren gab es ja wirklich eine Fähre hier in Werden, die übergesetzt hat über die Saar. Ja, und daraufhin wurde zur Jubiläumsfeier vom Ort Werden diese Statue enthüllt, von der Kunsthochschule damals entworfen. Ja, und dann haben wir uns entschlossen, als wir hier nach Werden gekommen sind, dass das unsere Leitfigur wird.
Aber die Leitfigur, die ist, glaube ich, leider erkrankt. Ist das richtig? Da müssen wir, glaube ich, alles Gute wünschen, gute Genesung. Ja, genau. Unser aktueller Fährmann lebt nicht mehr in Deutschland. Mit seiner Frau ist in Schweden, ist leider erkrankt, hat Reiseverbot erteilt bekommen. Und wir wünschen ihm alles Gute und liebe Grüße nach Schweden. Ja, waren die Leute jetzt mal richtig heiß wieder auf diese Sache hier, nach 2 Jahren Zwangspause? Ja, auf jeden Fall. Die Leute, die wollen, die sind heiß wie Frittenfett, wie man so schön sagt. Und ich glaube, man sieht es auch am Straßenrand. Also es ist voll und es ist total tolle Stimmung, egal wo man hinkommt. Also wir freuen uns sehr. 20.000 Teilnehmer, damit habt ihr gerechnet. Wie sieht's aus? Wetter hat ja gehalten, es ist nicht so kalt. Ja, also wir denken, dass wir diese Zahl wieder knacken vom letzten Umzug hier. Wir sind guter Dinge. Vielen Dank und viel Spaß noch bei euch. Ja, alle hopp! Ja, alle hopp, sagt man hier. Ja, das wird also noch ungefähr 2 Stunden hier gehen. Und das ist das Schöne daran, es sind viele, viele bunte Gruppen, viele Kinder sind dabei. Die Rasselbande habe ich vorhin schon gesehen und der Nieselregen hat sich auch gelegt. Also es ist beste Voraussetzung für eine tolle Sache hier. Roman, wenn ich das jetzt richtig gehört habe bei dem Pach, du hast ja gedichtet, muss ich dann auch machen. Ihr lieben Leute, eins ist klar, der Roman Bonner, das ist der Shakespeare von der Saar. Moderiert mich an, gekonnt und flott und ist auch gar nicht hinnerhott. So, das muss jetzt genügen. Wenn ich jetzt noch Hamlet und Falstaff hier sehe, also wird die Shakespeare Company, die Royal Shakespeare Company auf uns aufmerksam werden. Der Zug hat sich in Gang gesetzt und es ist wirklich richtig was los. Die Leute, die freuen sich, dass wieder Fasnacht ist. Und hier drängelt sich gerade die XXL-Limousine vorbei, aber sie schafft das, obwohl es eine sehr enge Kurve ist. Jetzt gehen wir mal zu den Leuten hier. Ja. Du stehst gerade da. Bist du froh, dass mal wieder Fasnacht ist? Ja. Und wie gefällt es dir? Nachtumzug eine gute Sache oder tagsüber besser? Nachtumzug ist besser. Ist ein bisschen bunter und lustiger, ne? Ja. Ja. Das sieht er nicht allein so, sondern das merkt man richtig bei der Stimmung. Tolle Sache. Der Dieter Altpeter ist auch noch bei mir, der hat mitgeholfen. Die Leute, musste man die viel überzeugen oder waren die gleich wieder mit Spaß dabei? Nein, ich glaube, die Leute waren ganz viel mit Spaß dabei und wir sind froh, dass wir das so gestalten können dieses Jahr, die Rosellanus und die IG Werden. Und das wird ein Fest, ihr werdet sehen. 2 Stunden ungefähr ist geplant, unten bei der Kulturhalle endet das? Ja, unten bei der Kulturhalle endet das und wir freuen uns über jeden, der dann noch dazukommt, der natürlich dann noch mit uns feiert. Vielen Dank, Dieter, und viel Vergnügen noch. Er muss jetzt wieder auf den Wagen, wo praktisch die Abnahme ist. Da werden alle Gruppen mal begutachtet, die dabei sind. Und 45 sind es hier. Vielen Dank und viel Spaß. Gerne. Jetzt gucken wir noch mal ein bisschen in den Zug rein. Ich frage die mal, ob sie vielleicht mal spielen können. Wollt ihr mal was spielen? Mein Kollege fragen, der Chef fragen. Der Chef fragen. So, der Chef ist da vorne. Chef ist beschäftigt, aber gleich geht's wieder los. Also, viel Musik ist dabei, sehr bunt ist es und viele Gruppen, groß und klein, insgesamt 45. Und jetzt geht's los, Achtung. Leider nicht, es war nur der Marsch beginnt, aber, aha. So, damit zurück ins Studio von einem wirklich bunten, großen Umzug, der größte hier in der Region um Völklingen. Bis dann. Fasernachumzug in Kelai. Wenn das dorte Grashüpfer Flip ist, dann müsste das die Biene Maria sein, die Trommele sich warm für den Täler-Umzug. Auf der Dorfstrauß sind komische Fahrzeuge unterwegs, mit komischen Passagieren. Das Männerballett aus Scheure macht einer auf Schottisch. Schottendicht, den Schotten in Scheuern sind die Schottendicht. 34 Fuß- und Fahrgruppe sind in Tele dabei. Prinzessin Aline die Erst und Prinz Michael der Viert, die da, verteilen Gutsja und haben sich gehört. Organisiert wird der Umzug von der Narrekepp Helau Mildau, denn der Verein gibt es schon seit rund 30 Jahren. Eine ganz besondere Schau an die Wahrsagerinnen aus Merpingen. Und auch die Nachbargemeinde Tole ist beim Täler-Umzug dabei mit der Straßenbaumannschaft. Ein dann, alle hopp. Fasernachumzug in Dillingen, Gevinden. In Dieflen geht das so. In Dieflen heißt das nicht alle hopp und nicht helau, da rufen sie now yeah. Und haben beim Zug einen Haufen Musik dabei. Now yeah!
Und wenn die Musik da so alt ist, in Deflen können sie auch so. Die da haben einen Haufen Kondition, die tanzen bei der Phasen von morgens bis abends. Und kaum hast du dich rumgedreht, sind schon die Nächste da, die Palaver machen. Der Bärjermeister muss natürlich auch dabei sein. Der hat sein Nos überall drin. Und ein paar sahen, denn da, den ist ich am besten nur von hinne. Noch kurz ein bisschen knabberer für den Kameramann. Und dann ist es schon fast wieder vorbei mit dem Zoch in Deflen. Na je, dann sah mal, bis nächstes Jahr. Phase nach Umzug in Konrad Beckingen. Dort haben sich die Beckinger Narre 3 Jahre gefreit wie ein Wutz. Ab 15.11 Uhr war es wieder soweit. Zum 45. Mal ist der Phasenumzug durch Honsrad gezogen. Alle, hopp! Das hat allerdings nicht all interessiert. Andere haben es dagegen geschafft, den ganzen Nachmittag durchzutanzen. Früher, da hatte Karnevalsverein Grazer Lätz den Zug für Phasendienstag organisiert. Jetzt läuft er schon am Freitag. Ansonsten allerdings alles gut. Moin Leute, Trumix hier. Vor allen Dingen gibt es an diesem Freitag keinen Regen. Dafür habe ich gesorgt. Das stimmt, es hat nicht viel geregnet. Dort dafür aber geschneit. Ach, für so ein kleiner Umzug brauchst du viel Leid und viel Gruppe. Deswegen danke auch an die Narre aus der anderen Dörfer. Bauer sucht Frau? Im echten Phasenbord ist da eure Vogelscheuch recht. Beckinge Honsrad. Doch wissen sie, wie es geht. Rathaus Sturm in Saarbrücke. Heute war es wieder soweit. Um 11.11 Uhr sind die Saarbrücker Narre zum Sturm auf das Rathaus St. Johann vorgerückt. Trotz dem schweren Geschütz, der Oberbürgermeister Konrad versucht die Gehewehr mit dem üblichen Geplänkel. Ich will es im Vertrauen erwähnen. Deine Wachen, die sind Tränen oder Gähnen. Der Sturm wird hier durch mich gestoppt. Ihr Phasenbolze habt ja den Fimmel. Ich kann's nicht glauben, lieber Himmel. So viel Geschunkele ist er dann doch nicht gewachsen. Noch ein kurzes Gezerre um die Schlüssel vom Rathaus und die Phasenbolze übernehmen bis Aschermittwoch die Macht im Rathaus. Alle hopp, Saarbrücke ist in narrer Hand. Es heißt zwar Kinderumzug in Merzig, aber die Alte darf trotzdem mitmachen. Und zwar volle Kanne. Das bringt die Drache in den Galopp und die Wikinger ins Boot. Die Wikinger so haben zwar den Umweg über Wege gemacht, sind auf ihrem Boot ins Schaukele gekommen, aber nicht seekrank gern. Obwohl sie schon ein bisschen bis intus heute da oben am Ruder über der Welle. Egal wie, es war auf dem Offerdeck richtig gut! Weil wir die Besten sind! Was seid ihr? Die Besten! Ein bisschen gesundes Selbstbewusstsein ist okay. Aber dort innen kommen schon die Nächste, die sich für absolut die Spitze halle. Wer so großzügig Freibier verdellt, der hat die beste Aussicht bei der Premium von der Wahn später, dann ganz vorne zu landen. Phase nach Umzug für Völklingen. Die Marching Band aus Völklingen hat um 14.11 Uhr den Anfang vom Phasensumzug auf dem Heldstock gemacht. Dort noch sind dann noch Sticker 25 andere Fußgruppe und Umzugswehen kommen, die von der Aktionsgemeinschaft Heldstock zum Umzug in Glad geboren sind. Es gab von Allsorte, Hexe, Deivelscher und Hase und die Ziehstimme. Alle, hopp! Alle, hopp! Alle, hopp!
Der Haufe Phasebrotze wollte den Umzug unbedingt sehen. Man hat gemerkt, dass denen die Straßenphasen in den letzten zwei Jahren doch arisch gefehlt hat. Schneeges und Zeich zum Trinken ist verteilt worden. Die Leute hatten ihr Spaß auf der Gas und die Konfettikanonen war pauselos im Einsatz. Und noch im Umzug haben sie im Festzelt weitergefeiert. Wie immer auf dem Heldstock, wie von der Kette gelos. Schauen Sie nach unten zurück in St. Ingbert. Phasensunder, 14.11 Uhr. Da bleibt in St. Ingbert Kenner der Hemmhucke. Alle nachher raus auf die Gas. Musik, Tanze, Singe. Über 50 Jahre hat der bunte Gaudiwurm schon Tradition. Es sind vor allem die Vereine von hier, die alles auf die Bühne stellen. Alle hopp! Voller Körperinsatz. St. Ingbert steht Kopf. Oder auch übereinander. Bech die Stimmung auf dem Bahn und beide 1000 Zuschauer. Die kleine Phasebotze freie sich über die Gutzja. Die alte saufe hochprozentiges. Die schönste Lieblichkeit gänzt sich die Ehr. Und dort dazu ein prominentes Pärsche, das auch schon gut 50 Jahre auf dem Buckel hat. Die Bierpreisbremse, die hilft wohl nur an der Phasenacht bei deiner aktuellen Krise. Und die Salotris, die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Mitgebracht haben sie die Prunkware von SR3 Saarlandwelle. Um der Hemmweg gar keine Säue machen, müsse sich die da. Haben ja alles schon dabei. Fahren wir nach unten in Duttweiler. Schon eine Stunde früher sind sie in Duttweiler auf der Gas. Die Zuschauer haben einen Haufen Spaß, auch wenn ein paar von der Aktive ein bisschen aufgeblasen daherkommen. Närrisch ist ja auch, dass sogar am Oberbürgermeister scheinbar ganz gut gefällt, dass er bis Aschermittwoch nichts zu melden hat. Es ist einfach wunderbar zu sehen, dass nach so langer Zeit endlich wieder richtig Phasenacht ist. Wir haben die Umzüge, Straßenphasenacht und wir hatten auch jetzt eine ganz tolle Session gehabt. Es ist wunderbar. Alle in sieben Phasenachtsvereine gibt sie. Duttweiler ist eine Phasenhochburg. Und heute ist der Höhepunkt mit rund 1000 Aktive in über 80 Gruppen. Alle, hopp! Alle, hopp! Gut, dass bei so viel Gaudi das medizinische Personal gleich mit dabei ist. Die von der Kulturgemeinschaft lassen sich auf dem Wort gut gehen. Und das närrische Fußvolk auf dem gleichen Niveau direkt neben dran. Quasi nach oben guckt in einen kleinen Blätterstorch. Die Trommler vom Musikverein Brebach bringen ordentlich Schwung in die Sache. Die Bläser aus Zitterschwald und das hier sind Vampire aus Otterhause. Zu all dürfen wir da feiern, denn... Alle hopp! Ja, Corona ist vorbei. Nee, Corona heißt das. Richtig, macht aber nichts, trotzdem. Corona vorbei, wir sind dabei. Dort dazu gehören natürlich auch die Gutzja. Mit ein bisschen Fantasie muss man fürs Fange gar nicht das Haus verlassen. Es ist Wahnsinn. Wir haben wieder so viele Leute. Ich glaube 10.000 Zuschauer, 44 Gruppe, 600 Aktive. Einfach nur geil. Weil hier alle Phasenvereine von der Obere Saar mitmachen, da kommt einiges zusammen. Ach, die Druckbetankung ist bei jedem Phasenumzug natürlich dabei. Das hebt die Stimmung. Zitterschwald. In Blitterstorf, da sind sie. Wir sind immer quer, wir gehen quer und wir leben quer. In Blitterstorf haben sie einfach all ihr Spaß. Phase nach Umzug in St. Ingbert.
In St. Wendel startete die große Sause. Sie sind verborst von Fuß bis Knause. Der Zug kommt vom Kirbeplatz her. Es sind tausende Leid, so ungefähr. Sie alle gar eine große Freude, Joffe. Welches Kostüm, Clown und Pirat noch kann toppe? Vogelscheuche, weil mir so von Natur aus schön sind, da müssen wir aber herzlich sein. Oh, weil es immer Spaß macht. Ich bin hier der Kommissar Soldat und ich vernichte Alkohol. Ein Schlafanzug, der ist vor allem schön warm. Genau. Die Narre feiere fast 3 Stunden lang. 2 Uhr Pause war ein schlimmer Zwang. Die St. Wendler haben hier viel gelacht, als bunter Tischer auch mal Faxe gemacht. Es macht Stimmung hier, Menge Leute heute sind unterwegs und das Wetter hält an, das ist super. Das ist einfach geil, geile Atmosphäre, die Leute. Das ist einfach an sich göttlich. St. Wendel ist einfach schön und was soll denn passieren? St. Wendel, du Geiler! Genau, das sagt eigentlich schon alles. Die Leute sind gut drauf und Prost. 38 Gruppe haben sie zusammengebrungen. Die sind von Bliese und ach links will er kommen. Die Narre verwandle die Stadt in eine Feiermeile. Auf der Fasend in St. Wendel gibt's keine Langeweile. Es ist einfach das Tollste im Jahr mit Weihnachten zusammen. Fasching, da kommen richtig viele Leute zusammen. Es ist bunt, es ist Matanz und es sind ganz viele Luftballons. Es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Wir haben uns vor 10 Jahren am Fasching kennengelernt. Deshalb feiern wir heute unser Jubiläum. Der Umzug findet sie hier ganz famos. Am Schlossplatz geht die Party jetzt erst richtig los. St. Wendel Alsweiler. In Alsweiler sich die Kläne auf der Wählstuhl machen, da gibt's neue Musik und gut's ja auch viel Sinnlache. Der Kinderumzug gibt's im Ort zum 31. Mal. Da fühlen sich Reh und Magierin so richtig wohl. Die Tradition wahrt und einen schönen Umzug genießt. Man kennt die Vereine, man kennt die Kinder, man kennt die Personen, die mitlaufen. Das ist total schön. Von Thele, Alsweiler und Merpinge, da im Ort tun sie alle zusammen singen. Sie kommen aus allen Dörfern daher. Es sind 500 Leute, vielleicht auch noch mehr. Sie laufen in 23 Gruppen formiert. Von Kita bis Grundschule gibt da promeniert. Er wird auch von und für Kindern gestaltet und die haben sehr viel Spaß daran und sind lange damit beschäftigt, das Ganze vorzubereiten. Die knapp 1,5 Stunden waren echt nicht lang. Mit gutem Riecher macht aber jeder Empfang. Da im Norden vom Saarland hat man seinen Spaß und ach, trocken ist es geblieben, keiner wird nass. Faserumzug in Bettbach. Wenn in Bettbach die bunte Fahne fliehe und Akrobate und komisch Gestalte auf der Straße sind, ist ends ganz klar, es ist Fasnacht. Ganz schön Betrieb haben sie gehabt, man ist kaum noch durchgekommen. Aber die Faseburze sind clever, besonders die Hexe. Die baue einfache Pyramid und hinterlasse einen ganz zauberhaften Eindruck. Endlich mal noch mal Fasching. Nur 3 Jahre Abstinenz. Super. Herrlich, Prost! Hallo! Sensationell. Es ist so endlich mal wieder was los, ne? Im Land, gell? Saugut, oder? Ja, wir sind fröhlich. Heiterkeit und wir freuen uns. Dilla, hi! Wenn in Bettbach Fasnacht ist, dann heißt's nicht nur alle hopp, sie anascht. Die Tradition spielt eine große Rolle und ach, wo man herkommt. Dilla, Dilla, hi! In Bettbach sagt man Dilla, hi! In Oberbexbach ist halt der Stadtteil von Bexbach. Und wir stehen, guck mal, und wir stehen zu unserem Bergbau. Mach hoch, die beste mach Generation. Hoch. Die beste Generation. Zum Wohl. Die Lahai kommt übrigens von Die lachende Heimat und ist Erfindung von der Karnevalsgesellschaft Die Plätsch. Aber egal ob alle hopp oder Die Lahai, in Bexbach gibt zusammen gefeiert und das bis tief in die Nacht. Laut Kirchen. Die Hauptstraße war gerammelt voll, das ist eine gute Sache und das macht die Fasnacht ja auch erst so richtig schön. Wir haben noch mehr Leute wie in den vergangenen Jahren und wir freuen uns auf das, was jetzt kommt, das wird riesig. Das sind die Kassenplakate! Da kommen auch die Kläne ganz groß raus. Und wenn sie noch größer sind, machen sie den Umzug bunt und werben als Bohne dafür, dass es sich in Lautskirche gut wohnen lässt. Und die Kastler Umzugzeit, ach mit kleinen Kunststückchen und ohne großer Ware. Kein Wunder also, dass sogar der Nikolaus vorbeiguckt.
Die Rentiere habe ich geparkt. Das ist unsere Heimat, da müssen wir noch umdrehen, oder? Ich strahle bis an die Ohren und habe nichts zu trinken. Gut drauf sind sie auch mit dem ganz kleinen Ware und sogar am Schluss vom Umzug sind die am Feiern, die gar nichts mehr selare haben und im Knast hucke. Weil hinter Gitter Platzmangel herrscht, bleiben die anderen aber alle fort und feiern noch bis spät in die Nacht. So ist es eben in Blieskastel. Die Bockheim ist Weihnachten. Die Dorf gehen steil und die noch steiler. Ei klar, in Bubach-Kalmesweiler. Die Äppelbotze, alle hopp. Es wird gefeiert, ohne Stopp. Es qualmt, es raucht bis unters Dach. Der Wardor macht richtig Krach. Die Fresh, die Quake, alle hopp, Hanne Kränchen auf den Kopf. Wie ist es einfach schön. Alle hopp, weil wir von da sind und weil wir die Geilsten sind. Da lacht sie und hat richtig Spaß. Buntes Treiben auf der Gass. Bubach Kalmesweiler, abgefahr. Und Aliens gibt's doch auch, ei klar. Überall gibt gut gelacht. Andere han sich Filmi gemacht. Tänze han sie instudiert. Und die da feiere ungeniert. Die Stimmung passt hier zweifelsohne und all tun richtig gär hier wohne. Weil wir Bubach sind, wir haben die beste Partys. Bubach Kalmesweiler. Faschingsmacht, aber jetzt. Das ist doch Herr Fahrt. Dorf, Dorf, Hase um den Kopf. Kefasend, was? Ei, Gumodo. Tausend Leid und Kenner Schrau. Die haben sich schon was überlegt. Entächtig sind sie auch nicht blöd. Die Rufe, Tanze, Schreie, Winke. Und kenne gut, ach, einer trinke. Vampire, bis zum Bierstand. Der Bierstand ist noch weiter hinne. Sicher ist, dass sie hier feiere kenne. All sind sie draus, Kenner bleibt drin. Nur dächtig, da will jeder hin. Alle, hopp. Weil es hier so hoch ist und hier ist die Luft gut. Weil es der geilste Dorf der Welt ist. Lebach-Landsweiler Phase und wenn's wieder Konfetti und Gutzja rennt und auch in Lebach-Landsweiler keiner mehr gähnt, dann ziehe knapp 20 Gruppe durch die Gasse und kriegen sogar die Kameraleit zu fassen. Es sind richtig wilde Netzbetreiber und welche was? Nicht nur Weiber. Ihr wilder Haufe sind sie hier mit allem menschlichen Getier. Der Bärmeister muss Treffsicherheit beweisen. Einer hat er noch. Ja, scheiße. So ganz ähnlich sind sie sich hier ja nicht. Die eine da je, die andere alle hopp. Da wird mancher ganz narrisch im Kopf. Ich bin mit alle hopp groß, gell? Ich bin von Aschbach. Ah, yeah. Mit alle hopp? Doch. Ach, ja. Mehrsprachig. Die Sprache egal. Party-People verstehen sich eh. Und die Kinder wollen Schnäkes immer mehr. Was oben hin? Reicht das schon? Ja. Ehrlich? Überleben wir nochmal. Das nenne ich das Lebach-Landsweiler ganz schön krass. Was? Gassen? Evagassen ist an der Phasen sogar der Super Mario unterwegs. Und dort finden sie alle super.
richtig auf die Pauke hauen. Dort lassen sich die Wagasser nicht zweimal sehen. Schließlich sind sie auch all unterwegs auf ihrer Mission Karneval. Und dort dabei ist ihr Ziel ziemlich klar. Spaß verbreiten! Freude verbreiten! Alles gut? Hey, hopp! Damit es auch in Zukunft klappt, wird das schon mit den Jungen geübt. Weil achte Karnevalisten ist klar, es fehlt nicht nur bei der Handwerkern und Fachpersonal. Ja, Fachkräftemangel. Wir suchen Zwerge. Aber die Wagasser sitzen nicht nur auf den Nachwuchsnarren. Inzwischen gibt es schon Hexeroboter mit 360 Grad Kopfbewegung. Und was früher undenkbar war, die Männer füllen die weibliche Beseflea-Lücken. Außerdem sind die Wagasser ganz schön clever und haben sich auch noch Osterfachpersonal geholt. Wagassen, da kann man so richtig feiern und donzen. Schließlich ist der Umzug die größte Party im Ort und das mit mehr Teilnehmern als in den vergangenen Jahren. Salut, Pika. Wenn im Pika die Fahneschwinger nochmal unterwegs sind, dann ist das für die Leute das Startsignal, das Leben und die Phasen ausgiebig zu genießen. Hier wird phasend gefeiert in Pickard. Und das klappt nur der Corona-Pause ziemlich gut. Alle haben, freuen uns, endlich wieder Phasen. Phasen zu feiern, das ist in Pickard selbstverständlich. Und da geht es auch tierisch ab. Also nochmal mit dabei, egal ob groß oder klein, bei der Phasen will er jeder mitmarschieren. Und da kommen nicht nur die Gardemädchen, sondern auch duschter Gestalten, die einfach mitfeiern und sich freuen, dass die Fünftjahreszeit auf ihrem Höhepunkt ist. Doch nicht nur bei den Narren auf der Straße gibt es heiß her. Grillen um Umzugsworn, da ist der Pickard einfach mächtig. Ich wache auf, mein Kopf tut weh. Der Umzug ist eben auch ein Großfest, bei dem man Freundschaften pflegt und die Zeit einfach genießt. Jeder bringt was mit und wir treffen uns jedes Jahr hier schon seit zig Jahren und das passt einfach. In Pickard, da ist es herrlich. In Pickard, da ist es schön. So lange nichts gewesen, wunderbar. Alle auf! Und wenn der Umzug vorbei ist, macht das überhaupt nichts. Da organisiert man jetzt seinen eigenen Gaudi. Richtig kalt, bitte. Schön bunt ist es um Friedrichsthaler Umzugzugang gestartet, ganz offen auf dem Bildstock, die Kneißjahr vom Hoferkopf. Der Karnevalsverein Blau-Weiß-Friedrichsthal und die NKV Friedrichsthal. Also gleich drei Karnevalsvereine hat die Stadt Friedrichsthal so biete. Organisiere tut das dann die FAB, der Friedrichsthaler Ausschuss für Brauchtumspflege. Die ganze Leute hier, die ganzen Freunde, die Saufe, das ist das, was die junge Generation braucht, Alkohol. Und die junge Generation hat einfach nur Spaß. Und mal ganz ehrlich, Spaß soll die junge Generation ja jetzt auch endlich mal haben dürfen. Wer kann's ne verdenke? Und achte Turnverein Bildstock hat gut zusammengehalten. Viel Spaß, endlich nochmal Party. Einfach nochmal alle Leute hier treffen, Spaß haben, feiere, tanze, laut die Musik. Klasse. 3 Kilometer sind 20 Gruppen mit Sticker 700 Teilnehmer von Bildstock nach Friedrichsthal gelaufen. Man hat richtig gemerkt, nach so einer langen Pause haben die Phaseboards hier nicht verleert, wie man die Straßenfasnacht feiert. 2500 haben an der Straße gestanden und mitgefeiert. Dippe weiter. Das war wie jedes Jahr. In Topfstadt City, besser bekannt als Dippe Villa, hat der Zug mal wieder mit Verspätung angefunkt. Und all waren gut drauf. Ich bin Tim! So, so, das wollte man gar nicht wissen. Heute ist so ein schöner Tag. La, 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 la. Die 70er Jahre sind noch mal in. Und auch ein bisschen der 80er. Und ein schöner Mensch kann eben nicht entstellen. Ne,
weit kommen sind sie mit ihrem Flieger. Kapitaler Motorschaden. Gut, dass der Lorne mir weit hat bis zum Flughafen in Dippevilla. Dann stieg sie auch noch so Fuß. So haben wir auf eine Weide Weg durch ganz Dorf. Da hat die Polizei besser. Der Al Capone haben wir gefangen. Wo sitzt er? Alle, hopp! Alle, hopp! Das Auto ist alt, Alle. Aber fährt. So ziemlich am Schluss giftet nochmal Musik. Dabei machen aber ein Krokodil und der Elefant mit. Fast 2 Stunden ist der Zug durch Dippevilla gegangen. Und sie haben gesagt, das Law machen wir nächstes Jahr nochmal. Phase nach Umzug dann in der Hasse. Von überall dunse Krise aus Niederwürzbach und aus Spieße. 38 Wellen haben in Hassel ihr Spaß, gäbe auf dem Nachtumzug richtig Gas. Ich bin ein Huhn und ich bin nur ein Huhn, weil ich sonst kein Kostüm habe und das ist nur ausgeliehen. Aber ich bin ganz glücklich, hält schön warm. Wir sind Zauberer Hexen, wir wünschen uns, dass die Kita erneuert wird und da haben wir gedacht, wir zaubern mal ein bisschen, dass das schneller geht. Hunderte Leute sind zum Gucke da als Knorremänner oder Bienemann. Die Lichter funkele zauberhaft, Schneekes flieht in ganzer Pracht. Ich muss sagen, wir sind dieses Jahr das erste Mal hier. Wir sind von Scheid, aber allein dieses mit dem Dunkeln der Nachtumzug, das ist schon mal was richtig Tolles. Kommt alles noch mal ein bisschen mehr zur Geltung. Weil was Besonderes ist für die Kinder. Zum dritten Mal, dass es den Umzug gibt. Corona hat die Narre gehandicapt. Aber jetzt sind sie umso wacher dabei. Auf Schiffe machen sie eine große Feierei. Am Botte tun sie alle gucken. Die Fasend in Hassel lässt sie richtig zucken. Ja, einfach die Kulisse, die Stimmung hier, die ist das Beste, was wir haben kann auf dem Karnevalumzug. Außerdem, weil es noch 3 Jahre noch einen Umzug gibt. Was gibt es denn Schöneres auf der Welt? Jetzt ziehen sie in die Nacht drin, haben nur noch Jux und Dollerei im Sinn. Die Jäcke genießen ihr Zeit, alle Hopp und Heiterkeit. Nach Umzug merke ich Besserungen. Rund 4000 Phaseborze sind zum Bessringer Nachtumzug am vergangenen Freitag gekommen. Und dass man hier nicht vergessen hat, wie man die Phasen feiert, das zeige ich unser Billa. Die haupten mir rauskommen. So ein Umzug in der Naht ist echt schön und hat gewisse Vorteile. Das ist einfach geil, man sieht einfach die hässlichen Gesichter nicht. Hier haben aber wirklich nur schön Gesichter gesehen. Zum Beispiel der Frauenverein Bessringen. Die Atmosphäre, die tollen Leute. Wir sind sehr eingeschränkt dieses Jahr, wie Sie vielleicht schon gehört haben. Aber wir haben uns trotzdem das Beste draus gemacht. Und wir hoffen, dass wir beim nächsten Mal wesentlich schmalere Auflagen haben, dass wir das Ganze immer sieht an der Stimmung. Es ist optimal. Und wir hoffen, dass wir es wirklich nochmal machen dürfen. Der Landkreis hat nur für den Umzug in Bessringen ein Glasverbot und ein Verbot für Hochprozentiges ausgesprochen. Man muss sich halt auch von den Behörden und auch von den allen Stellen, die hier diese Sachen machen, überlegen. Wir machen das ja nicht, um selber reich zu werden, sondern um den Leuten ein bisschen Spaß zu bieten. Und die Vereine, die hier dran teilnehmen, die nutzen das ja auch, um soziale Sachen zu machen. Kindersport, Rentnerkaffee, was es hier alles halt so im Ort gibt, dafür wird das Geld genutzt. Und das ist das Maximale, was noch geht. Viel mehr Auflagen sind einfach nicht mehr tragbar oder finanzierbar. Also ihr Leid auf der Behörde sind keine Narren. Passen gut auf, dass auch in Zukunft die Phaseborzen in Bessringen Party machen können. Karnevalumzug in Bessringen. Als ob die das nicht wüsste. Und dann kommt da der Zug. Gaudiwurm nennen sie denn hier. 31 Gruppen sind dabei. Vor Corona waren das mehr, so um die 50. Naja, das wird schon wieder. Ich fühle mich super noch, also je nachdem, was ich heute noch trinke, fühle ich mich anscheinend immer super, aber jetzt optimal. Hier ist die Stimmung toll, hier sind alle wie eine Familie und hier kommen die Mädchen von der Tanzwerkstatt aus Diefle, mein lieber Mann, die tanzen wie aufgezogen. Prospekt, Prospekt. Und für die Südamerikaner oder die saarländische Narre gibt's Samba Olek. Die
Mädchen und Buben vom Turnverein zeigen auch, was sie kennen. In Beckinge ist das immer ganz gut, weil Mitte im Dorf so viel Leute sind. So gehört man gleich dazu, ach, wenn man nicht von hier ist. Fasnacht ist eben für alle da, das ist klar. Nein, da, da. Und gar nicht weit weg in Nalbach, da ist der Umzug viel kleiner und viel schöner, sahen die Nalbacher. 16 Gruppen ziehen durchs Dorf und an der Straße, da stehen mit Sicherheit nicht nur Nalbacher, so viel Inwohner haben die ja gar nicht. Da gibt es sogar Dinosaurier. Und man hat sogar noch einer gesehen, sonst wäre der Enjo allein. Also schöner giftet nicht mehr. Wunderbarer Kappenumzug, wunderbar. Dass ich hier mit meinen Freunden sein kann, dass hier so viele tolle Leute sind und die Stimmung ist super. Es ist super hier, super Stimmung, super Menschen, die Musik ist super. Wir freuen uns alle auf den Umzug. Nachher gehen wir noch hoch in die Halle und ja, ist sehr cool hier. Da sind auch Skihasal dabei vom Littermond Comedy. Das ist der Hausbärsch von den Nalbacher. Der ist so hoch, da kann man fast das ganze Jahr Skifahren. Also, wenn man den Schnee mitbringt. Die Nalbacher, die wissen halt, wie man das macht. Kleiner Umzug, der darf auch nur kurz die Strecke durchs Dorf machen, weil dann alle zusammenkommen. Konzentrierter Frohsinn nennt man das. Frau Lautern. Sind sie ganz auf Green gestellt, logiftet Peterling vom Ökofeld und statt ein Haufen Kutzia kommt Hegemäß in Dippen. Die Musik hat der Frosch getrommelt und der Vogelscheuche sich versammelt. Super ist die Stimmung. Sogar der Deivel hatte Weg gefunden und hat der Bischof auch gleich mitgebrungen. Aber nicht jeder hat nur Lust auf Phasen. Das ist nicht sein Lieblingsoutfit, aber er trägt es ganz gut. Und von den Jungen sind ein Haufen da. Ein paar kommen sogar vom Mars geflohen. Und die Alten feiern, als gäbe kein Morgelo. Die Menschen wieder zu treffen, jeder ist gut gelaunt und ja, jeder ist, denke ich mal, wieder froh, losgelöst zu sein. Das Phasen-Comeback ist gelungen, auf Französisch auf den Punkt gebrungen. C'est très bien ici, à Frau Lautern. Au revoir. Phaseumzug in M. Trotz Putin, Gaspreis, Inflation, in Elm sind jetzt die Narren um Thron. Kutzia giftet Haut nicht so knapp, sonst gäbe es von Denelo auf dem Map. Die wilden Tiere schwätzen eh ganz nett, die Kleinsten finden das voll fett. Ich hab keine Angst vor dem Wolf. Ganz unerschrocken sind auch die Zocker, die sind auf einmal hey ganz locker. Und die Flieher warten auf ihr Go. Nur 2 Jahre macht das doppelt froh. Man kann einfach mal die Sau rauslassen. Ganz Elm ist jetzt erleichtert, denn endlich gibt es nochmal was zu feiern. Ich liebe Karneval. Es ist geil, ich liebe. Aber End steht jetzt schon fest. Der Elmer Fasend ist der Allerbest. Nach Umzug in Priesmingen, Bäuchen. In Menge Bolsche beim passenden Beat gen acht die Vorrelscheiche nimme Miet. Die Strichmänner mache guter Job, der Spionageballon wird zum großen Flop. Gericht waren sie, trocken ist es gewähn, der erste Umzug, die Leid fand es schön. Das ist der Nachtumzug, die Leute sind ganz, ganz froh, dass endlich schon mal was ist. Es ist alles so schön beleuchtet und es macht einfach nur Spaß. Super schön, ich finde es richtig klasse. Super schön mit Lichtern und gute Ideen, also richtig klasse. 18 Wehen haben sich im Dunkeln rausgeputzt, 400 Leute die Bundmäßigkeit genutzt. Für den Dorfverein war es ein großes Verlangen, bei der Phasen im Ort jetzt drin so lange. Wir waren einfach eine Truppe aus ein paar Leuten, die gesagt haben, in Bismenge ist Samstags auch nichts mehr los. Also müssen wir was organisieren. Was gibt es Besseres wie nachts den Nachtumzug?
Nur 1,5 Kilometer war dann Schluss. Der Umzug im Ort, next year, a muss. Na, Umzug in Polen. Die Marching Band vom Fanfarechor Völklinge hat gestern Abend in Holz bei Heißwiller für den guten Ton gesorgt. Und gucken mal, was sich der Theaterverein für schöne Kostüme gebastelt hat. Knuppe-Autos. Das hört man prinzipiell ja überall. 1 oder 2 Jahre muss man wieder auf die Bühne. Ich glaube, das geht jedem Akteur so, dass er nach 2 Jahren noch immer heiß auf so eine Veranstaltung ist. Was schade ist oder was mir aufgefallen ist, in den letzten 2 Jahren Corona sind aber so die helfende Hände ausgestorben und die Motivation einiger ist weggefallen. Ne? Von daher war es für uns umso wichtiger, diesen 4. Nachtumzug nochmal zu starten, in gleicher Form wie die ersten 3. Und das hat also richtig gut funktioniert. Nur Holz zum Nachtumzug zu fahren hat sich wirklich gelohnt. Und kumm sind arisch viel. Stecker 30.000 haben sich der Umzug im kleinen Dorf angeguckt. Zum Vergleich, hier lebe sonst gerade nur 4.500 Faserbotzen. Verbrücke Burba. Aktuelle Staumeldung auf der Zugstrecke. Es könnte sich schon um Stunden handeln, weil ein LKW kaputt ist. Oh, Jesus, das Dorf fängt hier gut an. Naja, immerhin hatte Friemel dann noch Zeit für ein paar Selfies. Wie der Zug dann endlich kommt, geht Michael gleich sofort zu der grünen Nelke aus Duttwiller. Wir sind oben angekommen bei der grünen Nelke mit Prinzessin Alia. Wo ist denn Alia? Da. Gib mir mal einen Schnaps, das dauert nichts mehr mit mir heute. Das ist erst der Anfang. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wo steckt denn ein Prinz? Der liegt krank zu Hause im Bett. Och, okay. Dort dafür sind die anderen auf dem Zug aber ordentlich fit. Und dann wär's für den Friemel auch noch sportlich. Da muss er dann erst einmal seinen Kaliummangel ausgleichen. Es ist der Orden vom TV hier. Ihr verdäler als Orte Obst. TV Burbach, Gesundheit ist uns wichtig. Seit 145 Jahren halten wir Burbach in Schwung. Schwungvoll geht's auch weiter. Iwa 100 Gruppe mache mit beim 54. Rosemontagsumzug in Burbach. Losgang ist es um 13.11 Uhr am Bürgerhaus Rockershause. 4 Kilometer später war dann Schluss im Burbacher Stern. Dort schmeißt die Ministerpräsidentin noch persönlich. Ist das noch Gutzje oder ist das schon Wahlwerbung? Naja, Hauptsache groß und klein schmeckt's am Ende. Die Kesselflicker aus Alte Kessel hat einfach den Linienbus zum Festauto umgebaut. Hallo Prinz, hallo Prinzessin. Hallo, wie heißt du denn? Janice. Janice, bist du die Janice, die Erste oder die Zweite oder die Dritte? Die Erste. Wie heißt dein Prinz? Lennox, der Erste. Ich grüße dich, wie alt bist du? 8, wie auch. Seid ihr verheiratet oder seid ihr einfach Freunde? Verheiratet. So eine richtig Fasenacht gehören natürlich auch die Funke-Marija. Und der SR3-Prunkwagen ist auch mit dabei, mit der quietschgrüne Salotris. Ein anderes Prunkstück ist der Wohn von Mir sind da. Wir sind auf dem traditionellen Prunkwagen, der Mir sind da. Es ist, ich glaube, das traditionsreichste Gefährt hier auf diesem Umzug in Durbach seit so vielen Jahren. Es ist echt ein absoluter Hingucker. Und die haben wieder einiges auf die Beine gestellt in diesem Jahr hier. Dieser Umzug, der ist euch wirklich gelungen. Es waren 1092 Tage, kennrose Montag mit Fasernachtsumzug. Ich habe es gezählt, 94 Millionen Sekunden. Och, Michael, mach da keine Sorge. Bis zum nächsten Rosemontag sind es nur knapp 31,5 Millionen Sekunden. Beim Umzug in Burbach, da war auf jeden Fall was los für alt und jung. Dann bis zum nächsten Jahr in Burbach. Alle hopp! Nun Kessel! In Neinkeier sind die Leute ganz flott unterwegs. Kein Wunder, bei dem Sonnenwetter und der guten Musik. Rund 120.000 Narren haben einen Haufen Spaß gehabt beim Rosemontagsumzug in der Zwettkreisstadt vom Saarland. Da kommt Partystimmung auf. Schließlich kann man jetzt wieder wie früher so richtig Fasernacht feiern. Super, seit 2 Jahren wieder geht's hier voll rund. Wir waren heute Morgen schon in Illinger, auch übertrieben hoch.
die Anzahl von Zuschauern, Menschen. Also echt schön, dass es nochmal so aufgebaut wird. Gott, Jokus hat uns natürlich das auch noch geholfen mit dem Wetter. Optimaler kannst du nicht sein. Heute ist große Montag. Stimmung immer genial. Die Stimmung ist gut. Besonders bei denen, wo im Zug dabei sind. Phil hat's vermisst, an der Phasen die Macht auf der Straße zu übernehmen. Dort darf der Phasenbär natürlich nicht fehlen. Und damit die Begeisterung in Zukunft so bleibt, gibt fleißig geübt. Und das gerade mit der kleinsten Phasenburze. Und das klappt ja schon recht gut. Doch Phasen ist mehr als nur gute Stimmung. In der Fünfjahreszeit kann man auch moderne der Owe richtig die Levite lesen. Weil der Oberbürgermeister Zauberer Jörgi Potter hat bei der magischen Prüfung Geldvermehrung kläglich versagt. Aber das sieht die Verwaltungsspitze samt Stadtoberhaupt relativ gelassen. Aber auch mit nichts um Lumpe ist das Wichtigste, dass man mit dabei ist. Ich bin schon jahrelang im Faschingsverein. Es macht super viel Spaß. Vor allem jetzt nach 3 Jahren wieder. Es macht einfach viel Spaß, mit der großen Gruppe mitzugehen. Ja. Die Leute, einfach das Herz, das dort dahinter steckt, dass die Leute Spaß haben, dass es nur einfach wieder aufwärts geht. Da freut man sich unheimlich. Gut, schön. Freut mich jedes Jahr. Ich muss weiterrufen. 3, 2, 1, heio! Und bei so viel närrischer Unterstützung klappt auch das Ratschlagen. Aber das Narrevolk erwartet nicht nur eine Haltung, sondern auch das Narrebrot, also gut's ja. Und das nicht zu knapp. Kein Wunder, dass die Phasenburze so richtig vorgesorgt haben. Über 6 Tonnen an die närrische Hoheite mit vollen Händen und das Volk geworfen. Der erste Umzug nach Corona in Neinkaie Zeit, die Tradition lebt. Und das Phasenvolk lässt sich durch so blöder Virus nicht aus dem Takt bringen. Verwellingen. Der Phasen stirbt hier niemals aus, so sieht auch in der Tierwelt aus. Der Dinosaurier sind ganz schön froh, haut Gift nämlich Leona low. Die essen nur Leona, weil Wellinger sind. Von der Urzeit jetzt zu ganz modern, die New Kids feiern richtig gern. In Saarwellingen sind die Straße voll, Panda, Batman, alle doll. Alle, hopp! Alle, hopp! Alle, hopp! Ob ein Rad oder auch gleich 2, das ist alles einerlei. Alle, ihre Waffe, gute Laune, Arret Prinzepaar ist zu bestaunen. Wunderbar. Auf euch ein dreiverdonnendes Alle! 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 Ein millionenschwerer Schatz. In Reih und Glied marschiere sie ratzfatz. Die Lornhorn-Ordnung von Tuten, Blasen und 8 Trommeln. Während sich woanders der Pirate versammeln. Kung-Fu-Pandas in freier Wildbahn und Wikinger trinken um Worn. Saarwellingen feiert und ne Funke sprühen. Alle hopp herrscht he, bis de Stimmbänder glühen. Dorf im Wand. Gut, ja, gibt's hier nicht so knapp. Im Dorf im Wand geht's richtig ab. Doll, doll, das herrscht. Einfach Rosen zusammen Phasenfeier eine geile Zeit haben. Ihr seid doll, doll. Ja, doll, doll, doll. Hier wird Mann. Getanzt. Jeder feiert in seinem Tempo. Da haben sie Konfetti geworfen und viel gelacht. An die Müllentsorgung ist auch gedacht. Die Waldfee haben Proviant im Gepäck. Natürlich nur Nüsse, in flüssig. Der Wolf im Wand hat sich als Skelett getarnt und auch der Bär ist gut drauf. Der Winterschlaf war lang und wir haben jetzt richtig Durst. Da freut sich das ganze Dorf. Alle, hopp, hopp,
doch von weiter weg sind sie extra angereist. Angereist aus Ägypten, aus einem fernen Land. Fasenachtumzug in Freisen. Mit dem Haufen Ökoenergie hat der Rosemontagsumzug in Freisen um 14.11 Uhr Ongefunk. Hey, Gott sei Dank geht's wieder los. Könnt noch mal da so gehen. Zum 50. Mal zieht sich jeder Gaudiwurm durch den Ort. Der Krotte Otto hat den in Gläbe gerufen und ihn bis vor 9 Jahren auch angeführt, bis er gestorben ist. Nur 4 Mal hat es keinen Umzug gegeben. Einmal wegen dem Golfkrieg, dann wegen schlechtem Wetter und die letzten 2 Jahre wegen der Pandemie. Nach 2 Jahren Pandemie, das ist wunderbar und die alte Tradition wird immer noch weiter gepflegt. Alle hopp! Alle hopp! Zu der Gut-Tradition gehört hey auch, dass viele Gruppen von Kindern und Jugendlichen gestaltet gehen. Das kommt nicht nur bei den Jungen gut an. Und was gefällt den ganz Kleinen am besten? Die Gutscher fangen. Mich immer verkleide und schminken. Und natürlich die Musik vom Freisener Musikverein. Hier im Nordsaarland ist es immer ein bisschen kälter wie an der Saar. Aber das Wetter war heute so schön, dass es auch viel närrisch Insekten aus dem Winterschlaf geholt hat. Mappingen. 14.11 Uhr. Mit ziemlich viel Viehzeich geht's los in Marpinge. Da kommen auch die Tiere aus dem Wald raus. Und es laufen Leute darum, wo sich in Fell eingewickelt haben. Einfach toll! Alle hopp an alle! Das große Motto von dem Umzug: Outdoor-Sport. Bei jedem Wetter raus ins Freie und sich bewege, das macht Spaß. Ein Haufen Gutzia gibt's. Unerdierlich ordentlich Musik. Da machen die Zuschauer mit. Und natürlich auch die Instrumente. Die DLRG Urexvilla, die hat sogar die Freibadsaison schon eröffnet und bringt die Badenudel mit. Der Umzug dort, das ist einer von der Gräste im Landkreis St. Wendel. Viel Gruppe, viel aufwendig geschmückte Wehen und ein Haufe Leid, denn es viel Spaß macht. Nachher geht's noch weiter im Schulzentrum. Heute nach Umzug in Rindrich. Der Rindrischer Karnevalsverein Die Holzhauer hat dieses Jahr sein 45-jähriges Jubiläum. Das muss gefeiert werden. Ein kleiner Zug, aber ein großes Publikum. Großen Montagsumzug in Rindrich ist klein, aber sehr fein und heiß begehrt. Könnten ein paar mehr Gruppen sein, aber wir freuen uns über alle, die jeweils mitgehen. Das Motto von der Dortrup heißt schlicht und einfach Wald. Bei den Kostümen sind der Fantasie keine Grenze gesetzt. Wir sind der Wald. Der Wald, warum der Wald? Das haben sie sich so ausgesucht. Weil der Wald ist unser Umgebung. Rindrich ist das beste Dorf der Welt. Nee, der Wald braucht man, um zu leben. Das Dorf braucht man nicht unbedingt zum Leben, gehört aber zur Phasen einfach dabei. Genau, wie es Gutzia fangen. Die Damen haben Bollywood zum Thema. Wir sind die Holzfäller-Hütten. Ja! Die Schirmscher sind schön bunt und kommen aus St. Ingbert. Weil wir ein St. Ingberter Verein sind und die St. Ingberter traditionell Schirmscher genannt werden. Alle hopp auf Liege fort! Es sind nur 10 Gruppen, die da durch Rindrich ziehen, doch die machen echt was daher. Schön war es mir nochmal, auch wenn man ganz gemütlich von der Seite zuguckt. Rheinheim.
Wenn Rheinum lacht, ist Phasenacht. Sticker 8000 Leit sind auf de Gass und das häscht schon was. Da sind mal locker 8 mor so viel wie der wohne und Kenner steht still. Von überall her sind sie halt kumm. Und er da ist ein Ingeborener aus Rheinum. Originales Kleid. Fangen Sie auch auf die Arbeit an. Genau so. In welcher Legion schaffe Sie? Krankenhauslegion. Richtig Rundgang ist es halt. Über mehr als 40 Gruppen haben sie sich gefreit. Kunnerbunt geht's wieder zu. Vom Oktopus bis zur Kuh. Wobei, Ochs ist das, pardon. Ach komm, egal, bei der schönen Sonne kann eh nix mehr die Stimmung trübe. Und aufgepasst, ach, die ganz junge Übe. Alle, hopp, hopp. Musikalisch haben sie ach was gebot. Der Musikverein Gersheim, ganz flott. Und mit dem ganz eigenen Repertoire, die Pliesgau Brothers sogar. So ein Tag, der dürfte nie vergehen. Dankeschön. Bitteschön, machen wir Jogea. Nochmal winke ist nicht schwer. Zum 46. Mal ging's durch Rheinum. Echt kein Scherz. Ein Rosenmontagszug mit ganz viel Herz. Ringen. Das war ja klar, dass der Bürgermeister König ganz vorlaufe geht, das haben wir uns schon gedenkt. Dahinter waren sie aber auch ziemlich munter. Ist klar, hinter dem Bürgermeister seinem Ricken kannst du halt auch machen, was du willst. Kalt hat hier auf jeden Fall keiner krit bei dem Wetter heute Morgen in Illingen. Die Lawn, die sind schon 4 da unterwegs und sind immer noch nicht mit. Gutzia sind dieses Jahr auch nochmal genug da, also alles nochmal genau wie früher. Da wackelt die Illinger Hauptstraße und die Lawn, die wackeln mit. Feuerwehr aus Bierbach, die können nicht nur löschen, die können nach Musik machen mit ihrem Fanfarenzug. Und die Lawn, die wäre gern der Luftgang, sind dann aber sicherheitshalber doch auf dem Boden geblieben. Der Lawn, der hatte Vogel abgeschossen, der war so groß, dass er beinahe nicht durch die Straße gepasst hätte. Mit Segel haben sie aber können erst später sitzen. Trotzdem alles gut gegangen beim Zug durch Illingen. Ommersheim. In Ommerschum ist sauber Sach, der Rosenmontag, der perfekte Dach, man nochmal die Straße durch sie wische und der Ort so richtig auf sie mische. Hier sind das Reinigungspersonal. Desinfiziert mit Schnaps. Aber wow, die haben was vor und gen echt alles volles Rohr. Aber die, die sich nicht schicke, kenne es weiter feiere Knicke. Mit im Zug ist a e Ausnüchterungszell. Die Polizei hat's voll im Griff, ganz schnell. Nur ihr Zweien, so viel Gefangene, wie haben dann das geschafft? Wir haben sie einfach gefangen. Also betäubt mit dem Schießgewehr. Gar nicht betäubt, sondern hellwach, zeit die Garde, sauber Sach. Ein Haufe Leid freie sich am Straßenrand über mehr als 20 Gruppen außer Rand und Band. Die Flamingos da sind von näher an, aus Biesingen, mein lieber Mann. Der Clown da zeigt echt viel Gefühl und Annie Krupp kämpft sich durchs Blättergewühl. Gegen Verschmutzung des Waldes. Du musst das Schild ein bisschen. Guck mal, mach mal Schild. In Ommerschum nimmt wieder alles seiner dierlicher Lauf. Ausmarsch bitte und Tusch darauf. Schwalbach, Deichborn. Kurz nach 14.11 Uhr waren sie in Schwalbach schon in 3/4 Stunde unterwegs. Und das hat man bei ein paar auch gemerkt. Die waren schon ein bisschen struffelig. Der Horn und der Co. auf Rädern,
dort gibt es auch nur Hey. Was der Loi jetzt wollt, das haben wir nicht so ganz verstanden. Es ist aber auch egal. Bei dem blauen Himmel kannst du nichts verkehrt machen. Und noch hinten haben wir ein paar alte, gut angezogene Herren gefunden. Die Alten bleiben immer jung. Das war unser Motto. Und deswegen gehen wir so noch mit. Und der Dorst, das Frische, was die Evolution hier erschaffen hat. Dann ist er nicht so weit gekommen, die Evolution in Schwalbach. Aber es gibt noch Hoffnung. Zumindest bei der Garde haben sie genug Nachwuchs. Die Lorn, die sind schon Ella. Also die Dinosaurier, wenn immer, mit die näher dran. Egal bei welchem Zug ist, die 80er sind total in. Man weiß nicht, ob es allein am Wetter gelegen hat, aber die Straße war auch hey voll. Und der Donald und die Mickey Maus, die wollte gar nicht mehr aufhören mit Tanzen. Die Dorn nennen sich Orchestergemeinschaft und sie gehen als die Simpsons beim Oberwürzbacher Phasenachtsumzug. Bei uns kann jede Gruppe als das gehen, was sie möchten. Ganz unterschiedlich. Wir haben Sesamstraße, wir haben James Bond, wir gehen als Dartscheibe mit Gacker. Und da kommen sie auch schon. Scheibe weiß. Ich komme immer wieder gerne. Ja, da gibt es gutes Futter. Wie schön, dass euch das interessiert. Da hat man echt was zu gucken. Aber Achtung, die kennen auch anders. Und eigentlich haben wir ja gedenkt, noch im letzten Bond-Film, der Superagent, hätte das Zeitliche gesegnet. James Bond ist tot, aber er ist doch nicht tot, er ist nur ein bisschen dicker geworden. Wir sind hier aus Oberwürzbach mit meinen Bond-Girls. Alle! Ungefähr 20 Grübscher sind beim Umzug in Oberwürzbach dabei. Es ist also eher ein Kleiner. Aber das macht gar nichts. Die Phasebootse hier haben nämlich gute Ideen. Von dem Maulesele bis zum, man kann es ja kaum glauben, Wischmob. Eine gute Idee vom Verein Die Metzelscher. Alle hopp aus Oberwürzbach. Und es geht nach einem Teil vom Phasenach und Duck in Mainz. Es ist ein Rosenmontagszug wie aus dem Bilderbuch. Mit knapp 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, mit strahlend blauem Himmel in Mainz und mit mehr als 550.000 Menschen am Straßenrand. Das Ganze bei frühlingshaften Temperaturen und mit bester Laune auch bei der Prominenz. Es ist einfach wieder eine Fröhlichkeit in der Stadt, eine Glückseligkeit. Und gerade wie wir eben Wind of Change gesehen haben, den Schal, den sie normalerweise trägt, hat ja da hinten der um den Hals. Und das finde ich so toll, diese Aufmachung von diesem Wagen. Ein Wagen für die Frauen, die im Iran für ihre Rechte und für Freiheit kämpfen. Begutachtet von Frauen hier und natürlich auch von den Männern. Phänomenal! Einer der besten Züge der letzten 3 Jahre. Es ist so genial. Gut, so viele Rosenmontagszüge gab es in den vergangenen 3 Jahren wegen Corona nicht. Aber egal, die traditionellen Mainzer Schwellköpp diesmal auch wieder mit dabei. Und natürlich Tonnen an Süßigkeiten für die Kleinen am Straßenrand, die alle Hände voll zu tun hatten, sie wieder aufzuheben und auch einiges davon abbekamen. Ja! Ich hab ganz viel Süßes und dann habe ich noch ein paar Taschentücher und dann habe ich noch einen Ball. Und auch dieser Kleine hat einen ganz guten Fang gemacht und damit von unten nach oben zu den Premiumplätzen quasi mit Draufsicht auf das bunte Treiben. Und da ist die Fleischwurst wieder, inklusive Verpflegung. Wie ist jetzt so die Stimmung hier mit eurer Premium-Sicht auf den Zug? Die ist super natürlich. Also einen besseren Platz kann man sich kaum vorstellen. Auch bei diesen beiden Polizistinnen ein Lächeln im Gesicht. Es ist relativ ruhig geblieben für die Sicherheits-, Einsatz- und Rettungskräfte am Zug.
Also die Leute sind richtig gut drauf. Und vor allem die letzten Jahre ist nichts vieles Schönes passiert. Und so mehr freuen wir uns, dass es heute so ein sonniger und fröhlicher Tag für alle Leute ist. Lachende Gesichter, ein bunter Riese und sogar ein bisschen Akrobatik. Der Mainzer Rosenmontagszug 2023, bei dem natürlich auch die Politik ihr Fett wegbekommt. Wie hier Bundeskanzler Scholz von der SPD als phrasendreschender Roboter. Und im Publikum auf der Tribüne Ministerpräsidentin Dreyer, auch von der SPD. Ich finde den Wagen wirklich sehr witzig und fast auch ist dafür da, die Leute auf die Schippe zu nehmen. Insofern alles gut. Apropos Schippe. So sieht es aus, wenn die Fastnachtswagen vorbeigefahren sind. Und eigentlich hätten auch sie hier noch ein bisschen Jubel verdient. Die Jungs der Mainzer Müllabfuhr, die dafür sorgen, dass es hinterher wieder einigermaßen sauber aussieht. In diesem Sinne auch Ihnen ein dreifach donnerndes Hello. Ach, und zu Ihnen, salut, Frieden. Der Zug hat keine Bremse, singen die Faseborze in Saarlouis-Roden. Es ist der größte Umzug in der Region. Rund 1500 Faseborze machen hier mit. Die Sonne lacht, da strahlen die Narren. Der Liesdorfer Gesellschafts- und Karnevalsverein bringt frisches Grün mit. Das sind Westrober Kappesbauern. Aber auch Karotten, Lauch und Sellerie haben sie dabei. Wir speisen wenig Kamellen, keine alten Kamellen. Wir werfen gutes, grünes und gesundes Zeug. Alle ab! Die Resonanz ist fantastisch, ist wirklich hervorragend. So viele Leute, die hier heute in Rosen sind, das ist unglaublich. Das macht natürlich auch das Wetter aus. Aber man merkt einfach, die Leute wollen wieder Phasen feiern. Und das ist gut so und jetzt ist es auch richtig so. Gut drauf sind auch die Narren von Caro Blau-Rot, von oben angefeuert durchs Prinzenpaar Jonas und Lea. Beide die Ersten. Nachher in den Hof zu feiern. Ist nur schade, dass der letzte Tag ist, ne? Und Sachen zum Auftanken gibt's. Je nach Geschmack eher was Hartes oder eben ein Bierchen. Die Narren vom Kanu-Club Undine kommen als Indianer. Ja, darf man das denn heute noch? Egal, es ist Fasching. Zicke, 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 zicke! Na, das geht ja ab. Unten an der Gitarre und oben auf dem Wagen. Und was soll der Spruch denn jetzt? Wui, 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 dreimal um Saarlouis. So ist normalerweise der Spruch vom SKC de Bulis. Aber wir haben unsere Mars-Mission extra unterbrochen, um heute beim Rodener Umzug hier dabei zu sein. Auf die Rodener Fasen, auf den Umzug, dreimal. Und zum Abschluss noch ein bezauberndes Schirmchen. Sieht einfach klasse aus. Ottweiler. Faseborze in Ottweiler sind auf fast alles vorbereitet. Wenn der Sprit mal knapp ist, fährt man halt einfach mal mit dem Ein-Personen-Auto und kommt auch gut vom Fleck. Und sollte es jetzt doch noch schneien, sind die cleveren Umzugsteilnehmer auch darauf vorbereitet. Denn so schnell lässt man sich nicht aufs Glatteis führen. Die Schneekette sind schon drauf! Ein Motto heute, zurück in die Zukunft. Deswegen müssen wir uns zurück in die Zukunft, dass wir öfter schon auf die Phasen gehen können. Und das ist ja auch das Wichtigste. Nicht nur gucken, sondern aktiv dabei sein und so richtig intensiv abtanzen. So macht Karneval richtig Spaß und baut dazu noch ein paar Kalorien aus der Phasenkieselsche ab. Lieber mittendrin dabei als auf dem Waage, lieber hier unten bei den Leuten. Das ist viel schöner. Zum Glück machen wir wieder was. Super Wetter, letzter Tag Fasnacht. Jawohl, ab geht's. Alle haben. Und da sind sich alle einig, der ganze Marsch, die Kostüme und die Wagen sind eine tierisch gute Sache. Und dass die Stadt Ottweiler bekannt ist für ein Schläferstündchen,
Oh, pardon. Nein, für ein Schäferstündchen ist spätestens seit heute durch den Umzug bekannt. Und das haben einige Umzugsteilnehmer wörtlich genommen. Macht aber nichts. Auch wenn man die Fastnacht verschlafen hat, nächstes Jahr geht's ja weiter. Heiligenwald. Rauf und runter, auf und nieder. Die Fasend ist am letzten Tag noch munter. In Heiligenwald war keine Musikgruppe dabei. Ging aber auch ohne. Mama Laura, Mama Laura, sie hat ja nur noch Schuhe. Die Fasendlieder, die kennen wir jetzt ganz genau. Nach 6 Tagen Gesang und Radau. Und die da, die sind noch fett. Ach, die Kleinsten. Die Wemmezweiler Krausecap wohnen gerade um die Ecke und haben die letzten Gutzje mit noch Heiligenwald geholt. 14 Grad. Besseres Wetter als beim Karneval in Venedig. Das hat's auch noch nie gern. Das Geheimnis beim Gutzjefangen ist Timing, wie überall. Das sind die Frösche aus dem Itzenplitzer Weiher. Da wär ma auch nicht drauf kommen. Die zwei waren die wenige, die noch nix getrunken haben. Ist auch besser so. Der Himmel blau wie noch nie bei der Fasend in den letzten 10 Jahren. Nur er hat die Nase voll gehabt. War ja auch lang genug unterwegs. Sie haben Glück gehabt mit dem Wetter. Die Narren in den saarländischen Straßen 2023. Noch einmal richtig auf die Pauke hauen. Um Mitternacht ist alles vorbei. Ein klein bisschen Melancholie war schon zu spüren. Also noch einmal richtig Gas geben. Lieber. Heute sind in Lebach die Faseborze in Strömen zum Fastnachtszug in die Innenstadt gelaufen. Blauer Himmel, so kann man die Straßenfasenacht genial feiern. Mit dabei die Salotris auf dem Prunkwagen von SR3 Saarlandwelle. Umzüge heute zum letzten Mal unterwegs. Etwas Traurigkeit mischt sich hier unter die fröhliche Stimmung, denn am Aschermittwoch ist alles vorbei. Deswegen geben wir heute noch mal alles. Ratatatata. Keine Zeit für Traurigkeit. Die Lebacher waren einfach nur gut drauf. Wieder Lust, die Leute regieren richtig nach Fasching und wieder ausgelassen zu feiern und von daher, ja super. Alles mitgenommen, was geht. Von Ehlinge über Macherbach, alles. Von daher schade, dass vorbei ist. Aber bei dem Wetter feiern wir noch. Nach 2 Jahren Abstinenz dürfen wir wieder Daje und alle Hopp rufen. Gott sei Dank. Oh, wie ist das schön. Ja, diese Fasend war echt was ganz Besonderes. Einfach nur schön. Die Leute zu motivieren nach der langen Pause war erstaunlich einfach. Jeder hat wirklich viel Bock und Lust wieder gehabt, Fasen zu feiern. Und das war eine ganz, ganz grandiose Session, um nochmal zurückzukommen als Verein und als saarländische Fasen. 6 Tage lang nur Stimmung gehabt. Heute geiles Wetter, einfach super. Lebach ist immer wieder klasse. Wir sind immer wieder gern hier und es ist einfach heute wieder ein toller Tag und wir genießen das und sind ganz stolz, hier jetzt zu stehen bei diesem schönen Wetter. Alle Hopp und Daje, das war mal eine schöne Fasend in Lebach. Mit ihrem Schlachtruf Doll Doll demonstrieren in Großrosseln die Warnternarren ihre Macht in der Straßenfasnacht. Ihr Umzug ist einer der letzten der Session, aber auch einer der größten. 60 Gruppen hat der Heimatkarnevalsverein wieder auf die Beine gestellt. Oh,
Goslar Fasen ist das Schönste, was es gibt. Ich bin hier geboren, ich bin mit der Fasen großkind. Wir haben daheim die Lieder getrillert. Mein Papa hat Gitarre gespielt, hat 35 Jahre auf der Bühne gestanden. Es ist fantastisch, man muss das mitmachen. Mit dabei wie eh und je die Ludweiler Brass Band. Man muss einfach dabei sein. Das Wetter ist toll, die Stimmung ist toll. Roßla ist einfach klasse. Der Herrgott muss Roßla sein, weil ich war auf 4 Umzug und nirgendwo war so Wetter wie in Roßla. Und das haben wir nur 2 Jahre echt verdient, dass wir nur mal richtig schön in der Sonne stehen und feiern können. Die über 100-jährige Tradition der Fasnacht in Großrosseln sorgt dafür, dass auch Vereine aus anderen Gemeinden im Warnt und sogar von jenseits der Grenze mit dabei sind. Deshalb hört man hier auch den ein oder anderen ortsfremden Schlachtruf. Eine Riesengaudi, egal ob im Zug oder daneben. Normalerweise laufe ich immer beim Umzug mit, aber ich bin auch bei Heidstock Ludweiler mitgelaufen. Aber hier sammle ich jetzt Süßigkeiten für meine Schwester. Aber schon sehr cool hier. Genial, oder? Super Wetter, was will man mehr? Ne? Mehr kann man nicht vom Leben erwarten. Ne? Auch nach dem Umzug geht die Gaudi weiter. Gefeiert wird in der Warnthalle noch bis in die Nacht. Aschermittwoch ist ja erst morgen. Eine letzte Phase um die Kalkhause rein, seine Riesen. Wohin geht die Reise? Die Reise geht jetzt in die Langdell. Nicht zum Skilaufen, sondern zum Fasching feiern. Dabei gilt das Motto, Fastnacht ist überall. Und da machen natürlich alle mit. Schließlich ist so ein Umzug ein Hit. Da gibt es kein Halten mehr. Selbst der Rasenmäher wurde aus dem Schuppen geholt. Da darf sogar der Affe mit. Und der sorgt natürlich für tierische Stimmung. Selbst die Verbrecher mit dem Mafia-Boss vorne dran sind samt ihrem vierrädrigen Gefängnis mit dabei. Und wenn kein Fahrzeug da ist, nimmt man einfach den Prinzen. Der nimmt auch seine Prinzessin mit. Aber es geht im Notfall auch ohne einen Prinzen, denn Krone hin oder her, wirklich wichtig ist da ein Pferd. Doch es geht nicht nur darum, mobil zu sein. Auch die Bauarbeiter sind ziemlich flott. Und so ist bei Fasnacht das Thema neuer Sportplatz mittendrin. Doch genau die Mischung von Spaß und auch ein wenig Kritik sorgt dafür, dass der Umzug bei den Leuten sehr gut ankommt. Also mir gefällt er noch besser als der Neunkirchen. Also Spieße schlägt alles die Tag. Wunderschön. Wunderschön. Geile Stimmung, jedes Jahr das Geilste hier, Spieße, der Abschluss immer geil. Alle hopp! Und so sind in Spiesen die Straßen verstopft. Und es gibt einiges an Umzugsstau. Doch das ist den Narren recht. So kann man den letzten Tag der Fastnacht noch richtig genießen. Viel Spaß beim Anschauen und noch ein Abo-Gaba. Auf Wiedersehen.